Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Letztes Mal haben wir, ja, Aeris das letzte Geleit erwiesen, nachdem sie von Sephiroth umgebracht wurde und Cloud sieht in seinem Wahn jetzt wieder, wo Sephiroth hingeht. Und das ist auch ganz interessant, denn dort wollen wir auch hin jetzt. Nämlich nach Norden über die Schneefelder. Aber wir können jetzt, nachdem wir den Bosskampf überstanden haben. Oh, wir haben noch nicht geschlafen. Ah, das brauchen wir nicht. Nachdem wir den Bosskampf überstanden haben, können wir unsere Typen wieder so ausrüsten, dass sie nicht unbedingt gegen Wasser immun sind. Was jetzt nicht mehr wichtig ist. Und das werde ich auch jetzt machen. Und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind fertig damit. Und was ich eigentlich noch herzeigen wollte, ist. Sid hat jetzt das Zauberarmband bekommen, das seine Zauberverteidigung, also der Status der, also von unten gesehen der vorletzte Status, eine Zauberverteidigung von 85 hat und nur eine Verteidigung von 6. Das ist im speziellen Fall von Final Fantasy VII gar nicht mal so gut, weil die Zauberverteidigung auf den ganzen Rüstungsgegenständen komplett ignoriert wird. Das heißt, jedes Mal, wenn der Zauberverteidigung irgendwas steht, ist das komplett egal, das hat einfach keinen Effekt, während die Verteidigung natürlich den physischen Schaden, den der Charakter bekommt, deutlich vermindert. Das heißt, eigentlich sind so quasi alle Armbänder, die wir hier haben, besser als das Zauberarmband, aber das Zauberarmband hat 8 Slots. Da haben wir gleich viele Substanzen reingesteckt. Ich habe übrigens Cloud jetzt auch die dritte Feindeskönig-Substanz gegeben. Ich habe leider verpasst, sie ihm vor dem Bosskampf zu geben, dann hätten wir nämlich darauf schon Aqualung gelernt. Aber macht er nichts. Wir kommen schon noch dazu, dass wir Aqualung lernen. So, jetzt geht's hier weiter. Und vorerst einmal nicht auf das Gerippe rauf, sondern rundherum. Da irgendwo hinten und geht's, glaube ich, weiter. Nein. Dann unten hier. Die Gegner hier sind nicht wirklich etwas Besonderes. Einfach Feuer wirkt relativ gut. Aber ich muss hier, also nicht auf den Stein raufgehen, sondern hinter der Treppe quasi vorbei. Zu der Kiste, denn da gibt es. Was gibt es da überhaupt? Ah ja, eine Wimpernhellbarde für Sid. Die werden wir gleich einmal schauen, ob wir die ausrüsten wollen. Na, ich denke, eine Lanze hat mehr Slots für Substanzen. Also lassen wir es bei Sid bei der Dragonierlanze. Und hier, wenn man auf die Knochen drauf zugeht, hüpft Cloud automatisch rauf. Auf die komische riesengroße Muschel. Und dann müssen wir hier rauf gehen und ja genau, und dann oben raus. Und an der äußeren Seite der Muschelschale oder Schneckenschale hier auf die Felskante. Und dann kommen wir zu einem komischen Klippendings, wie auch immer, da können wir in den Spalten immer raufklettern. So, an der ersten Abzweigung links. Dann weiter rauf. Final Fantasy VII ist von der Story her ziemlich komisch, auch vom. Hier ist es egal, wir gehen einfach weiter rauf. Auch von der Art, wie es gestaffelt wurde, weil ich hatte eigentlich immer. Ich war immer der Ansicht, da gibt es ein Blitzarmband, dass die erste CD dauert noch. Hoppala, falsch. Dass die erste CD noch etwas länger dauert als bis hierher, nämlich bis wir die Ereignisse im Krater fertig haben, also ganz im Norden. Ups, jetzt habe ich schon verraten, was im Norden ist. So, hier rechts gibt es auch noch was, und zwar im Megalixir, wenn ich mich nicht recht täusche, genau. Ja, und deswegen hatte ich eigentlich immer den Eindruck, dass die CD noch weitergeht, nachdem man. Ups. Können wir hier runter auch? Ja. Dass die CD noch weitergeht, nachdem Aeris tot ist. Aber das gehört alles schon zur zweiten CD. Und hier unbedingt mitnehmen die Hypnokrone. Mit der Hypnokrone steigert man nämlich, wenn man sie ausrüstet, die Chance, Gegner zu manipulieren. Links hier. Und dann, wie geht's hier weiter? Ah, na, wir müssen rauf. Und das hilft vor allem später dann. Um gewisse Gegner zu manipulieren und ihre Feindeskönnen zu lernen.
So, hier ganz rauf in den Spalt und dann gibt es noch eine Leiter, die gehen wir nach unten. Unten noch was brauchen. Also wie gesagt, ich dachte eigentlich immer, dass die erste See noch viel weiter geht. Aber Gott sei Dank sind wir mit der ersten See jetzt eh schon fertig. Es hat lang genug gedauert. Also ich bin ungefähr bei der gleichen Spielzeit angekommen, wie ich beim ersten Mal durchspielen gebraucht habe. Hier unten am Ende der Leiter gibt es eine Zauber Plus Substanz, die werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Und natürlich habe ich beim ersten Mal durchspielen nicht die ganzen Bonus-Sachen eingesammelt und die ganzen Limits maximiert, also das habe ich damals nicht gemacht. Aber ja, und hier dann drauf. Ich habe trotzdem circa so lange gebraucht, wenn wir kurz nachschauen. Ja, 19 Stunden. Beim ersten Mal waren es, glaube ich, ungefähr 23 oder 24 Stunden sogar, bis ich bei der Szene war, wo Aerys stirbt. Ah ja. Übrigens, entgegen anderslautenden Gerüchten gibt es keine Möglichkeit, Aerys wieder irgendwie aufzuwecken. Nur um das klarzustellen. Abgesehen von Cheats bleibt Aerys von jetzt an permanent tot. Das heißt, man kann nicht mehr mit ihr spielen. Ich schneide die Gegner hier vor allem deswegen heraus, weil es wirklich nicht interessant sind. Und weil man auch keine Feindeskönnen von ihnen lernen kann. So, wir sind jetzt in den weißen Weiten des nördlichen Kontinents. Wir gehen jetzt einfach einmal zum nächsten Dorf, würde ich mal sagen. Und zur nächsten Siedlung. Das müsste hier gleich dann um die Ecke sein. Wenn der orange Punkt uns nicht in die Irre führen will. Ah, hier ist noch nicht. Ah, noch etwas weiter. Also geht es hier noch etwas weiter geradeaus. Oder. Ja, habe ich mich jetzt verlaufen? Na, es muss hier irgendwo muss es sein. Da vielleicht. Irgendwo hier muss es dann sein. Es gibt sonst nichts wirklich Interessantes oder Wichtiges über die über das Schneefeld hier zu sagen. Ja, da vorne sind die Häuser. So. Und außer dass natürlich hier relativ viele Zufallskämpfe immer stattfinden. Wo sind wir jetzt? Gasthaus zum Eiszapfen? Was? Okay, hier links gibt es einen, wie heißt der, Waffenhändler, da schauen wir später noch rein. Zuerst aber ins zweite Haus von links. Da gibt es auch noch einige Story-Sequenzen, die wir uns ansehen werden, aber zuerst. Hier sind die Treppen irgendwo, ja. Zuerst nehmen wir den Turbo-Eater hier mit. Dann gehen wir rauf. Wieder raus hier. Das Haus in der Mitte werden wir auch noch kennenlernen. Und gehen wir mal ins Haus ganz rechts rein. Da nehmen wir vor allem die zwei Fläschchen hier mit. Das ist der Heldentrank, den wir unbedingt brauchen werden. Und dann noch ein Impfstoff, der eher weniger wichtig ist. Und dann haben wir hier noch eine Karte, die wir uns kurz mal anschauen. Die werden wir noch ganz dringend brauchen können. Also nehmen wir sie gleich einmal mit. Nämlich die Karte vom Gletscher, der hier in der Nähe ist. Hier gibt es dann nichts mehr, glaube ich. Dann können wir, glaube ich, noch im Gasthaus hier etwas einsammeln, wenn ich mich recht erinnere, und zwar oben. Also das ist das Gas, da könnte man theoretisch auch, ja, einen X-Trank gibt es hier. Da könnte man theoretisch auch übernachten, was wir auch machen werden, glaube ich sogar. Ja, wir werden kurz übernachten hier. Allerdings ist es nicht allzu billig. Es ist das teuerste Gasthaus im Spiel neben Costa del Sol. Also die kosten beide jeweils 200 Gil. Was bei unserem aktuellen Kontostand nicht mehr wirklich weh tut. Also gut, wir sind ausgerastet. Und ja, ich weiß nicht, ob sich der Waffenhändler noch ausgeht. Sollte sich der Waffenhändler jetzt nicht mehr ausgehen, ich kaufe nur Waffen für Cloud. Für, wie heißt er? Cid, für Yuffie und für Tifa. Für Tifa deswegen, weil sie dann unbedingt in die Party drängen wird. Und wir das nicht verhindern können. Das heißt, für Tifa, für Yuffie und für. Ja, für Cid. Vincent ist mit seinem Heckenschützengewehr und Todesschlag immer noch besser als alles, was man jetzt kaufen kann.
Catseeds verwenden wir sowieso nicht. Redfertin verwenden wir auch quasi nicht, also zumindest jetzt noch nicht. Und Barret bekommt noch seine Zeit, aber da haben wir dazwischen noch Zeit, um. Na, wir kaufen Barret auch noch was. Aber Redfertin lassen wir auf jeden Fall aus, genauso wie Vincent und Catseed. So, das war's für heute wieder mal. Und was wir im Eiszapfen-Gasthaus noch alles erleben werden, das sehen wir als nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy VII. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.